Sie warten wohl schon auf mich. Sind Sie etwa... Ja. Ich bin Saito, Ihre Pflegemutter. Sie wurde Nummer 35 bereits vor über 5 Jahren als Bezugsperson zugeteilt. Ich rede mit ihr über die Gegensprechanlage, so oft es möglich ist. Ich bin ziemlich sicher, dass sie auf mich hören wird. Sie hat sogar angefangen, mich Mutter zu nennen. Sie finden das wahrscheinlich seltsam. Doch obwohl wir uns noch niemals in die Augen gesehen haben, ist sie im Grunde so etwas wie eine Tochter für mich. Und Sie glauben, Nummer 35 wird ihr gehorchen? Trotz ihrer enormen destruktiven Fähigkeiten ist Nummer 35 nach wie vor ein Kind. Saito ist die einzige Bezugsperson, die sie jemals hatte. Sie ist auf sie angewiesen und wird alles vermeiden, was dazu führen könnte, dass sie von ihr getrennt wird. Mariko, Liebling, ich bin hier drüben. Du kannst jetzt rauskommen, wenn du willst. Mein armes Mädchen, du siehst so schwach aus. Weißt du, wer ich bin? Erkennst du mich? Meine liebe Mutter. Bist du jedenfalls nicht. Ja klar, dass das schief gehen wird.